Herzlich willkommen in Far Cry 5. Die Erweiterung auf The Dead Living Zombies. Das neue DLC, das rausgekommen ist, seit gestern oder heute. Also heute Nacht so. Jetzt machen wir weiter. Ich werde euch ganz still sein. Kommt drauf an, wie ihr es wollt, soll ich sprechen oder nicht sprechen, oder wenn ihr Fragen habt und so, schreibt es mir unter den Kommentaren. Also, wir fangen an. Ich schalte mich stumm. In einer Welt, in der Zombie-Filme zu Tode gegriffen wurden, fand ein... Ich bin sehr langsam. Aber... so. Ghost Marvel present Field of Terror. Burn and Bridges. Die verbrannte Brücke. Die verbrannte Brücke. Felder des Schreckens. Death und du, der Part und dein Love. Und die unsterbliche Liebe. Okay, ich hab's. Aber ich weiß noch die ganzen Plakate. Und danach mache ich mich stumm. Wer will, wenn jemand will, who will play with me the 3 DLCs with me, oder Far Cry 5 again, so call for it. Also, so ein Comment. And I add you, or are you add me? Ihr bekommt ein gerades Spiel von mir, aber nur unter 15 Euro sind, also genau 10 Euro von Steam. Also, lass uns anfangen. Mann, ich habe ein Drehbuch für dich. Das Ding ist allerfeinstes Gold. Sowas wie Rückkehr der lebenden Toten trifft, die Brücken am Fluss. Nur besser. Schließ die Augen und stell es dir vor. Ein streng geheimes Militärflugzeug mit streng geheimer Ladung explodiert nach einem Triebwerkversagen in der Luft. Die Trümmer ringen auf eine abgelegene Weizenfarm mitten im Nirgendwo herab. Was das für eine streng geheime Ladung ist, fragst du? Tote Soldaten, die verwandelt wurden in Zombie-Supersoldaten. Von der brutalen Explosion wird die Hausherrin aufgeweckt und sie so... Oh, Schatz, was war das? Geh doch mal nachsehen! Ich geh mal nachsehen. Aber ganz schlechte Idee, denn unsere Supersoldaten-Zombies sind bereit für den Krieg. Das Zombie ist auf meinem Scheißfeld! Dieser arme Bauer ist jetzt unsere allerletzte Verteidigung gegen eine globale. Zombie. Epidemie. Lauf weg! Ich kümmere mich um den Scheiß! Field of Horror. Terror. Mit
mitten in Mittelamerika. Zombies vor der Haustür. Unser Bauer muss auf geheimnisvolle Behälter schießen. Nennen wir sie Mutationsstationen. Also noch was, ich mach's, schreibt mir auch unter den Kommentaren, ist Englisch besser oder die deutsche Version? Oder die japanische oder russische? Aber ich finde auch die deutsche Version ist auch ganz geil, sehr lustig. Am meisten das Vietnam-DLC. Du kannst es nicht entkommen! Okay. Schreibt mir es auf. Ich mache einmal das erstmal auf Deutsch und dann, wenn ihr es nochmal wollt, auf Englisch. Es ist eine neblige Nacht und die. Eine klare Nacht. Also. Sieht das Lensflare viel besser aus. Ja, gefällt mir. Das ist eindeutig deine cineastische Handschrift. Mutationsstationen sind Glaskapseln voller Zombieschleim. Ich kann mir gut vorstellen, wie unser Held das Glas mit ein paar Kugeln sprengt. Das ist so krass. Kommt zum Schuppen, wo noch mehr Zombies warten. Wir brauchen hier was richtig Dickes. Das ist kein Schuppen, hier wird Gas gelagert. Und genau dieses Mainstream-Feeling braucht meine Idee. Ja, da kann man wieder schnitzel. Okay. Ja, ich kann. Unser Held steht bei dem brennenden Wrack. Was ist das? Ein Zombie mit offenem Schädel und freigelegtem Hirn. Und aus ihm sickert toxischer Schleim. Wie widerlich. Muss ich erklären, was passiert, wenn unser Held ihm in den Kopf schießt? Nee, alles gut.
Fried Chicken. Ich hoffe. Ich esse mein Dosen. Okay, es macht nicht so viel Spaß, wenn man OP ist. Also, meine Maus ist immer noch zu schnell. Und dann findet er eine Superschrotflinte. Wie der Zauberstab aus Armee der Finsternis. Aber mit noch mehr Zauber. Und im Wald lässt der geheimnisvolle Schleim tote Hunde wieder auferstehen. Nein, tote Hunde? Das wird dem Publikum nicht gefallen. Habe ich tote Hunde gesagt? Ich meinte Zombie-Wölfe. Ne kommt Zombies, Zombie-Bürstarte. Und hinter Tor 3 haben wir eine Waschmaschine und Zombies für alle! Keine Außerirdischen. Ja, also ich weiß, dass du für diese Fernsehserie etwas Ähnliches gemacht hast. Aber das geht noch besser. Die Serie hat Preise gewonnen. Und auch ein paar verloren. Wissen Sie was? Ich bin raus. Ihre Idee ist zu simpel. Richtig gute Action bekomme nur ich hin. Alter! Ach, machen wir von neu. Wenn's jetzt Ravage ist. Jala, Kurasa, Bapadi, Totspi. Hihi, oho. Mitten in Mittelamerika. Zombies vor der Haustür. Unser Bauer muss auf geheimnisvolle Behälter schießen. Nennen wir sie Mutationsstationen. Was soll ich doch sagen? Es ist eine neblige Nacht und die... Eine klare Nacht. Dann sieht das Lensflare viel besser aus. Ja, gefällt mir. Das ist eindeutig deine cineastische Handschrift. In diesen Mutationsstationen sind Glaskapseln voller Zombieschleim. Ich kann mir gut vorstellen, wie unser Held das Glas mit ein paar Kugeln sprengt. Das ist so krass. Ich hoffe nicht, dass ich was verpasse.
Das ist das einzige Sorge, das ich habe. Da hätte bei jedes. Überleg doch mal, wir haben die perfekte Chance, etwas Interessantes zu sagen, wenn dieser Film in Amerika spielt. Die meisten Filme spielen in Amerika. Aber sie werden aus Steuergründen in Kanada gedreht. Ich glaube, die meisten Zuschauer merken es, wenn ein Film in einem friedlichen, sozialistischen Land gedreht wird. Ich will die lauernde Angst spüren. Und dann geht unser Held schwimmen. Mitten in einer Zombie-Epidemie? Wenn Sie das sagen, klingt das irgendwie uninteressant. Alter, ich hab dich gerade zitiert. Und dann findet er eine Superschrotflinte, wie der Zauberstab aus Armee der Finsternis, aber mit noch mehr Zauber. Unser Held steht bei dem brennenden Wrack. Was ist das? Ein Zombie mit offenem Schädel und freigelegtem Hirn. Und aus ihm sickert toxischer Schleim. Wie widerlich. Muss ich erklären, was passiert, wenn unser Held ihm in den Kopf schießt? Nee, alles gut. Kommt zum Schuppen, wo noch mehr Zombies warten. Wir brauchen hier was richtig Dickes. Das ist kein Schuppen, hier wird Gas gelagert. Und genau dieses Mainstream-Feeling braucht meine Idee. Steht ein Wasserturm. Unser Held könnte hinaufsteigen. Was da oben ist? Nichts. Alles nur ein Symbol für das Erklimmen sozialer Leitern und die Lehre des amerikanischen Traumes. Wir reden hier von einem Blockbuster, nicht von einem kleinen Kunstfilm. Wir brauchen krasse Feuerkraft da oben. So.
Und im Wald lässt der geheimnisvolle Schleim tote Hunde wieder auferstehen. Nein, tote Hunde? Das wird dem Publikum nicht gefallen. Habe ich tote Hunde gesagt? Ich meinte Zombie-Wölfe. Tor 3 haben wir eine Waschmaschine und Zombies für alle! Es sind keine Außerirdischen. Der so intensiv ist, dass die Zuschauer PTBS bekommen. Und hier kommt er. Der beste Film, der dir je in einem Aufzug vorgestellt wurde. Stell es dir vor. Ein Elite-Sonderkommando. Sie heizen den Untoten auf der zerfallenen Brücke so richtig ein. Sie sind abgeschnitten, umgeben von Wasser. Aber das ist ihnen scheißegal, denn sie sind die Besten. Oh, wir rocken! Fuck nochmal, was scheißes Zombie-Abschub! Da. Zombies killen, das halten wir den ganzen Tag durch, vorausgesetzt die Logistik stimmt. Aber manchmal kann es die Logistik eben auch verkacken. Ups. Ihr seid auf der falschen Seite abgesprungen. Ich schicke euch meine Jungs vor. Wir brauchen Munition. Was passiert, wenn ihnen die Munition ausgeht? Und so wird aus der Mission Vernichtung die Mission Überleben. Überlebung. Wir schaffen es hier nur lebend raus, wenn wir überleben. Ein Krieg, bei dem eine Seite bereits tot ist. Halbwegs interessant. Unsere Heldin muss den Munitionspunkt erreichen. Ansonsten stirbt sie und wird zum Feind. Okay, ich seh's vor mir.
Also, die Heldin ist bei der Quelle der Zombie-Epidemie. Keine Menschen in der Nähe, stimmt's? Kein Dialog, nur ein Zombie-Massaker. Nur ein Zombie-Massaker? Da sind Mutationsstationen und Schleim und Chaos. Also, aus einem LKW läuft Benzin aus. Und jetzt haben wir eine Feuerstraße, Baby! Und was bedeutet das für die Heldin? Das Feuer steht für ihr Aggressionsproblem. Anstatt sich ihm zu stellen, geht sie ihm aus dem Weg. Okay. Okay, und dann kommt ein umgestürzter Zug. Moment mal. Ein verdammter umgestürzter Tankwagen! Bei der Explosion werden sich die Leute einscheißen! Put the cookie! Könnte man irgendwie etwas über die Hauptcharakterin sagen? Machen wir doch! Sie weiß, wie man Dinge hochjagt! Come on, come on! Let's go! Let's go! Die Heldin muss einen Weg nach unten finden. Wenn man die Geschichte als Kurve abbilden würde, wäre das der Tiefpunkt des Films und der Brücke. Und meiner Karriere. Sagtest du was? Nein. Jetzt hat die Heldin buchstäblich keinen Ausweg mehr. Buchstäblich. Vielleicht hören wir den inneren Monolog der Heldin, voller Verzweiflung, Verlust. Oder sie zückt einfach ihren coolen Kletterhaken. Unsere Heldin sieht einen riesigen Käfig. Was da wohl drin war? Vielleicht erinnert der Käfig die Heldin an ihre Zeit als Kriegsgefangene. Klar, und die Zombies stehen hier für, keine Ahnung, für die Leute, die sie sterben sah? Interessant. Und jetzt sieht unsere Heldin, dass ein Zombie aus ihrem Kumpel ein All-You-Can-Eat-Buffet gemacht hat. Und wie fühlt sich die Charakterin dabei? Hoffentlich total angewidert. Ah!
muss ich durch eine Obdachlosenzuflucht in der Brücke schlagen. In der Zombies einfach das Zombie-Festival veranstalten. Was sagen Sie damit zum Problem der Obdachlosigkeit? Oh, dass Obdachlosigkeit schlecht ist? Ein echt extravaganter Standpunkt, was? Hör mal, Obdachlosigkeit ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich will, dass jeder auf der Welt ein Zuhause und ein Regal mit Blu-rays aller meiner Filme hat. Der Mensch, der Rappen ist nicht gelernt. Wie man sich behandelt, wie man in Zombies. Jeder muss eliminiert werden. Zombies sind eine Qualität der. Und dann erreicht unsere Heldin den Munitionspunkt, wo da eine neue Knarre wartet. Du willst mehr Charakter? Wie wär's mit einem scheiß Zombie-Sasquatch-Charakter? Bäm! Überraschung! In deine Fresse! Plot-Twist! Hässlich ist! Nein! Ich war Maggie Bee! Okay. War ein bisschen mehr abgelenkt, wieder mein Mikro anzumachen. So meine Stimme zu verstärken. Unsere Heldin muss den Munitionspunkt erreichen. Ansonsten stirbt sie und wird zum Feind. Okay, ich seh's vor mir. Okay, Rush. Stell dir vor, zwei riesige Brücken Vögel miteinander. Das hier ist ihr Kind. Also bewegt sich alles rückwärts. Unsere Heldin kommt an der Leiche eines Kameraden vorbei. Daneben liegt eine tolle Waffe. Sie konzentrieren sich auf die Waffe, nicht auf den Gefallenen? Oh, unsere Heldin wusste, dass es ihn als erstes erwischt. Die Heldin ist bei der Quelle der Zombie-Epidemie. Keine Menschen in der Nähe, stimmt's? Kein Dialog, nur ein Zombie-Massaker. Nur ein Zombie-Massaker? Da sind Mutationsstationen und Schleim und Chaos. Also, aus einem LKW läuft Benzin aus. Und jetzt haben wir eine Feuerstraße, Baby! Und was bedeutet das für die Heldin? Das Feuer steht für ihr Aggressionsproblem. Anstatt sich ihm zu stellen, geht sie ihm aus dem Weg. Okay, und dann kommt ein umgestürzter Zug. Moment mal. Ein verdammter umgestürzter Tankwagen! Bei der Explosion werden sich die Leute einscheißen! Come on, let's go!
bunte Cookie Dough! Könnte man irgendwie etwas über die Hauptcharakteren sagen? Okay, machen wir doch! Sie weiß, wie man Dinger hochjagt! Die Heldin muss einen Weg nach unten finden. Wenn man die Geschichte als Kurve abbilden würde, wäre das der Tiefpunkt des Films und der Brücke. Und meiner Karriere. Sagtest du was? Nein. Jetzt hat die Heldin buchstäblich keinen Ausweg mehr. Buchstäblich. Vielleicht hören wir den inneren Monolog der Heldin voller Verzweiflung, Verlust. Oder sie zückt einfach ihren coolen Kletterhaken. Unsere Heldin sieht einen riesigen Käfig. Was da wohl drin war? Vielleicht erinnert der Käfig die Heldin an ihre Zeit als Kriegsgefangene. Klar, und die Zombies stehen hier für, keine Ahnung, für die Leute, die sie sterben sah? Interessant. Und jetzt sieht unsere Heldin, dass ein Zombie aus ihrem Kumpel ein All-You-Can-Eat-Buffet gemacht hat. Und wie fühlt sich die Charakterin dabei? Hoffentlich total angewidert. Also die Heldin muss sich durch eine Obdachlosenzuflucht in der Brücke schlagen. Der Zombies einfach das Zombie-Festival veranstalten. Was sagen Sie damit zum Problem der Obdachlosigkeit? Oh, dass Obdachlosigkeit schlecht ist? Ein echt extravaganter Standpunkt, was? Hör mal, Obdachlosigkeit ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich will, dass jeder auf der Welt ein Zuhause und ein Regal mit Blu-rays aller meiner Filme hat. Dann erreicht unsere Heldin den Munitionspunkt, wo eine neue Knarre wartet. Du willst mehr Charakter? Wie wär's mit einem scheiß Zombie-Sasquatch-Charakter? Bäm! Überraschung! In deine Fresse! Plot-Twist! Der Sasquatch mit der Asche. Cool, nicht wahr? Der Schluss ist ein Duell mit einem Monster? Nein. Unsere Heldin sieht einen Ausweg. Wie war das? Mehr Zombies? Okay.
Das war schön. Explosion hier, Explosion da. Na los, kommt ihr Bitches. Ich nehme mit euch alle in Ernst. Meine Ziegen. Und jetzt sieht unsere Heldin einen Kontrollpunkt. Das ist das Ende. Oder doch nicht? Ba, 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 la, 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 la. Jo. Oh Gott, vielleicht gibt's keine. Was findet unsere Heldin am Ende? Einen Soldaten, der denkt, unsere Heldin wäre einfach nur ein weiterer Zombie. Bam! Kopfschuss! Abspann! Ich passe. Scheint mir sehr actionlastig zu sein, ohne große Charakterentwicklung. Wie wär's, wenn wir uns lieber über die Entwicklung unserer Partnerschaft unterhalten? Wie wär's, wenn Sie jetzt gehen und ich Sie nicht anzeige? Okay. The Undying Love. Und nach dieser Undying Love beenden wir dann das Video. Ich lasse es voll, dass ihr wahrscheinlich, wenn länger dauert, aufs Club könnt oder was trinken holt. Also, lasst. Schon missgehört. Lasst es. Nach. Krieg beginnen. Ha. Ich sprich zu wenig. Aber es gefällt mir so. Hör mal, du bist ja Hollywoods bester Regisseur für Chickflicks. Ich sehe sie eher als ausufernde romantische Epen. Aber mach doch mal was anderes. Ich habe eine epische, übernatürliche Liebesgeschichte für dich. Stell es dir vor, wir klauen Romeo und Julia und versetzen sie in eine Welt voller Zombies. Das ist halbwegs originell. Romeos Gang ist super pissed und packt sich ihn. Sie stecken ihn in einen Sarg. Sie begraben ihn nicht lebendig, weil er den Feind bumst, sondern weil er sich verliebt hat. Romeo wird sterben und als impotenter Zombie zurückkehren. Die ultimative Strafe. Julia so, wir war es so nicht. Ich werde jeden Schurken abmurksen, der zwischen Romeo und meine Lenden tritt. The Undying Love. Okay. Julia muss sich ihren Weg durch den Friedhof freikämpfen. Weil Romeo von seiner eigenen Gang lebendig begraben wird. Schon verstanden. Thank you.
mit mir anlege. Stirbt. Stirbt alle. Okay, die sind hier schon tot. Aber stirbt, ihr Verrenkt. Zombie. Bombies. Die Bambis. Ja, das alles spielt in einem echt gruseligen Friedhof. Diese übernatürlichen Liebesgeschichten kommen mir immer reichlich albern vor. Hier gibt es keine Lacher. Hier gibt es hirnhungrige Zombies, die Julia fressen wollen. Lass mal gucken, was ich überhaupt hab. Also, der Friedhof ist der perfekte Ort für meinen Gastauftritt à la Hitchcock. Und zwar als Statue. Ein teurer Gastauftritt. Bitte? Kunst hat kein Preisschild. Eigentlich schon. Internetin. Amerikaner machen zwar böse, blöde Filme manchmal. Okay, öfters. Teilweise sind die gut, teilweise sind die echt. Dodo! Tschüss. Ja, so blöd. Aber die deutschen Filme sind noch schlechter. Ja. Wir waren nur am Krieg am besten und jetzt des Nettigkeits. Und des Helfen und so. Vor meinem geistigen Auge sehe ich überall auf dem Friedhof romantische Momente. Finden die Leute Friedhöfe romantisch? Aber klar doch, Mann! Das sind unsere Urinstinkte! Wir sehen Tod und wir wollen Leben erschaffen. Wie erschafft man Leben? Indem man vögelt! Aha. Gerne würde ich jetzt dann mal darüber werfen. Es nicht bestehen. Ich bin Thanos. Fingerschnipsen werden. Daddy, I don't feel so good. Wir brauchen große Zombies, Kolosse. It was shitty. Wir werfen Eiter und haben aufgepumpte Arme. Wie man erkennt. Hey. Ich dachte, das wäre wahr. Das war kein Fall. Julia etwas auf der anderen Seite des Zauns. Ich dachte, es wäre ein Rennen gegen die Zeit. Wenn Julia sich ein wenig umsieht, ist das schon in Ordnung. Sie und Romeo haben es überall auf dem Friedhof getrieben. Also liegt dir der Ort am Herzen. Und dann hebt Julia eine echt geile Waffe auf. Vielleicht hat die Waffe eine besondere Bedeutung für das Paar. Oh, absolut. Sie war Romeos erstes Geschenk für Julia. Für manche Amerikaner können Waffen wohl tatsächlich tolle Geschenke sein. Ey,
komm schon. Okay, wo ist es denn? Erwartet. Okay, es erwartet noch gut. Also noch ein bisschen besser erwartet. Ja, das sind ja typische Amerikaner. Manche. Da sterben ja Zehntausende oder 20, wie viele. Bei uns nicht so viele. Diesen coolen Part, in dem Julia wieder einfällt, dass sie etwas Sentimentales in der Nähe versteckt hat. Sie holt es sich mit ihrem Kletterhaken. Kletterhaken? Warum das denn? Weil Kletterhaken einfach alles viel geiler machen. Ha? Julia sieht einen echt sentimentalen Granatwerfer. Das ist sentimental? Ja. Dann sehen wir Mutationsstationen. Ein böser Konzern hat Schleim hergestellt, der die Toten wiederbelebt. Wenn das mal nicht krass ist! Ich finde, dass solche Nebenschauplätze von der eigentlich einfachen Geschichte zwei Menschen ablenken. Ich versuche nur, diese Liebenden gegen den Rest der Weltsache noch krasser zu gestalten. Eine Kirche zwischen unseren beiden Liebenden. Lass mich raten. Julia muss mit ihren Superkräften über sie hinwegklettern. Nette Idee, aber ich will schon etwas mehr Realismus. Die gesamte Kirche ist von einem Gerüst umgeben. Aha. Mhm. Voll realistisch. Ach, was auch lustiger. Wäre ja blöd. Das ist normal. Wie bei schlechten Filmen. Zombie-Filmen. Ich verstehe nicht, warum ich runtergesprungen bin. Ach ja, nur zum Gucken. Doch nichts, was sammelbar war. Na schon. Schon.
Und dann sieht Julia den Sarg ihres Liebhabers und wie die Gang versucht, ihn zu begraben. Ich rate mal. Sie muss sie alle umbringen. Ganz genau! Wir sind voll auf einer Wellenlänge, mein Bester! Ja, süße, und ich geb dir eine auf die Fresse. So geht nicht man mit Ladies um, ihr verfickten Drecksick. Scheiß Teenies. Na ja, schon, dann brauch ich ihn. Oh, das ist doch eine. Bravo. Auf jeden Fall in die Richtung. Das Gangmitglied so! Ich bringe den Helden um! Rettet Romeo vor einem Schicksal schlimmer als der Untod. Sie öffnet den Sarg und... Ha! M. Night Shyamalan, Baby! Romeo ist eine Mischung aus allen Monstern, die man sich vorstellen kann. Der Typ ist hässlich wie die Nacht, aber die Liebe siegt. Ha! Diese Story kann nur aus dem Hirn einer alten Jungfrau kommen. Wow, 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 wow. Ich bin ja vieles, aber bestimmt keine Jungfrau. Und ich bin auch nicht alt. Ich schnupfe nur nicht täglich Botox wie du. Sehr gut. Da ist ja die Security. Ha! Ich wollte gerade gehen. Arschloch! Hoffentlich habt... hat es euch gefallen. Das war's mit diesem Video. Wir sehen uns nächstes Mal. Danach wird Escape from the Rooftop kommen. Hoffentlich freut ihr euch dabei. Okay.